zweite Spielerin überhaupt noch ans Leder zu kommen. Aber diesmal hat es besser geklappt. Beim Spielstand von 6:4 für die Mannschaft der Sowjetunion hat Terry Place-Brandl jetzt die Aufgabe. Zwei deutsche Spielerinnen am Boden, Renate Rieck und Regina Vossen. Symptomatisch für den Spielverlauf. Es ist natürlich für die deutschen Damen sehr schwer, gegenüber der körperlichen Überlegenheit, Größe der Sowjetrussinnen überhaupt anzukommen, den Block zu passieren, der immer wieder gut gemeinte Wege verstellt. Zweifellos die beste Leistung in diesem dritten Satz der deutschen Mannschaft. 5:6, nur ein Punkt Rückstand. Nein, ganz eindeutig hatte eine deutsche Blockspielerin hier zum Schluss die Hand im Spiel. Damit Aufgabe für die Sowjetunion. Und Sie haben es gesehen, die Mannschaft liegt mit 6:5 in Front. Dies war das 7:5. Ja, da war zu viel Spielerei im Spiel. Beate Bühler unternimmt den zweiten Versuch. Und zum dritten Mal jetzt Sigrid Terstegger. Und da ist wieder der Block gestellt von Desma Eistere und von Irina Riesen. Wie gesagt, ich deutete das an, es ist sehr schwierig, an diesen großgewachsenen Spielerinnen auf der anderen Seite vom Netz überhaupt vorbeizukommen. 8:5 der Spielstand. Der Bundestrainer und von links nach rechts Renate Rieck, Terry Place-Brandl, dann Marina Staden, Beate Bühler mit der Nummer 6 Sigrid Terstegger und Regina Vossen mit der Nummer 5 ganz rechts. Das sind also vier Lohhoferinnen, dazu dann Marina Staden aus Vechta vom VfL Eute und Sigrid Terstegger vom USC Münster. Wieder hat eine deutsche Spielerin das Netz berührt. Spielstand damit 10:5 für die Mannschaft der Sowjetunion. Sigrid Terstegger, wie gesagt, sie ist mit 1,88 Meter die größte Spielerin in der deutschen Mannschaft. Ja, der Block wird immer mehr zum unüberwindlichen Hindernis. Bringt er die Bälle nicht direkt zurück, dann schafft er es doch immer wieder, den Schlägen die Wucht zu nehmen, sodass die dahinterstehenden Spielerinnen überhaupt keine Schwierigkeiten bei der Annahme haben.
11:5 inzwischen. Die Mannschaft der Sowjetunion ist nach guten Phasen der deutschen Mannschaft zu Beginn dieses dritten Satzes auf und davon gezogen. Das Spiel dauert noch nicht einmal 45 Minuten. Die Sowjetrussen absolvieren hier nichts anderes als eine Pflichtübung im D-Zug-Tempo. Schade um diese Mannschaft, dass sie, wie ich schon eingangs sagte, ihren Olympiasieg von Moskau in Los Angeles verteidigen kann. Aber das gilt für die Mannschaft aus der DDR genauso wie für die aus Kuba. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte, die der sowjetischen Mannschaft am 3:0-Sieg über die deutsche Auswahl fehlen. Was da noch an Bällen rechts vom Netz immer wieder gefischt und zurückgebracht wird, das ist schon unwahrscheinlich. So, Satz und Siegball. 14:5 für die Sowjetunion. Viermal ist es jetzt der deutschen Mannschaft gelungen, das Schicksal abzuwenden. Oh, und der 5. Versuch, der bringt ihr sogar noch einmal das Aufgaberecht ein. Wie gesagt, das ist schon das 2. Spiel für die Schützlinge von Bundestrainer Andrzej Niemczyk. Zwischen dem 1. gegen Südkorea und diesem 2. gegen die Sowjetunion lagen nur 25 Minuten Pause. Die Mannschaft ist erschöpft, sichtlich erschöpft und bringt es dennoch fertig zu punkten. Marina Staden 14:6. So, jetzt zum 2. Mal Gelegenheit für Vesma Eistere, die jetzt den Ball ins Spiel bringt, das Spiel zu beenden. Und da ist es soweit. Tatjana Schapovalova mit ihrem Schmetterschlag zum 15:6. Ein kurzer Gang, kurz und schmerzlos. Für die Mannschaft der Sowjetunion, die Damen aus der Bundesrepublik Deutschland. Wenn das für sie eine Standortbestimmung war, diese Begegnung gegen einen vermeintlichen oder potenziellen Olympia-Edelmetallanwärter, dann sieht ihre Position sehr schlecht aus. Aber wie gesagt, sie fährt nach Los Angeles eigentlich nur in der Hoffnung, dort den einen oder anderen Satzgewinn zu verzeichnen. Vielmehr als ein 7., 8. Platz kann nicht dabei herauskommen. Dazu ist der Unterschied, der Abstand zur Weltspitze einfach zu groß.